Was würden Sie jemandem empfehlen, der nach Äthiopien reisen möchte? Was sind die schönsten Ziele in Äthiopien? Also ich würde sagen, es kommt drauf an, welche Jahreszeit. Zum Beispiel Gunde, Lalibela und halt so die Hauptattraktionen in Äthiopien. Die sind sehr interessant und da kann man auch sehr viel sehen. Morgen ist ja während der ITB der Internationale Frauentag. Was bedeutet es, heutzutage eine Frau zu sein in Äthiopien? Heutzutage ist es deutlich besser als früher. Früher hatte die Frau so gut wie gar nichts zu sagen. Mittlerweile ist es tatsächlich ein bisschen besser geworden. Und ja, also eine Frau zu sein hat sehr viele Vorteile. Zum Beispiel in Addis Ababa, in der Hauptstadt, gibt es da schon auch Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen? Haben die gleichen Möglichkeiten? Die Möglichkeiten sind eher eingeschränkter, also sind nicht so groß wie hier zum Beispiel in Deutschland. Aber teilweise kümmern sich die Frau halt immer noch um den Haushalt und um die Kinder und arbeiten ist halt zwar gern gesehen, aber sie kommt selten. Vielen herzlichen Dank.